Da sind wir wieder. Hallöchen. Hallo, hallo. Können wir in den Chat schreiben, wenn ihr uns hören könnt und sehen könnt, das wäre super, das wär nett von sehr euch. Gut. Wir gedulden uns gerne. Wäre eigentlich eine Option, einfach keine Leistung zu machen? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich nicht. Guck mal auf den Seitentelefon der 100. Ach, nehmen wir. Hi, hallo. Wie gesagt, nochmal bitte man uns. Kurz Bescheid geben mit einer 1 in den Chat oder einem Hi oder einem Hallo oder ein Ja, wenn ihr uns hier seht oder nicht. Große Säcke, oh, anscheinend. Okay. Anscheinend sieht man ja, moin. Uns. Ah, ja. Wir sind da. Jetzt passiert hier was. Aha. Hallo ihr. Das ist Sprudelwasser, ja. Ist ja. Kein, hier steht auch Champagner tatsächlich. Aber das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Ist ja noch nicht 16 Uhr, ne? Ah ja, aus dem Büro schreiben sie, genau. Hier nehmen wir jetzt Tim. Kennt ihr ja? Mir ist Torben. Hallöchen. Aus dem Büro heraus, da kommentiert bestimmt die Maike mit oder der Fabian. Wir sind nämlich heute hier in Köln, haben uns aus unserem Büro rausbequemt und sind im zweiten Xiaomi-Store in Deutschland. Wie ich richtigerweise gesagt habe, den größten Xiaomi-Store in Köln. Der größte Xiaomi-Store. Ist auch der größte Xiaomi-Store Deutschlands. Deutschlands. Denn es ist hier ein Xiaomi-Store über 2 Etagen. Heute ist es noch nicht auf, morgen ist die offizielle Eröffnung, heute ist so ein bisschen Pressetag, deswegen sind wir da, aber wir können euch vorab exklusiv hier schon mal ein bisschen rumführen, falls ihr vielleicht nicht unbedingt die Zeit habt, da morgen hier hinzukommen oder am Freitag, aber Samstag könnt ihr wahrscheinlich kommen, ist ja Wochenende, da müsst ihr wahrscheinlich nicht arbeiten. Klaus, Store Highlights zeigen wir gleich, wir führen euch hier ein bisschen rum. So Mi Pad 5 können wir vielleicht schon mal sagen, das haben wir jetzt hier noch nicht entdeckt, ne? Das ist Xiaomi Pad 5. Beim Klang kann es vielleicht auch daran liegen, hier ist sehr viel los, es ist sehr laut hier generell. Wir hoffen, es ist in Ordnung. Ja, eigentlich müsste... Ja, zu dem Mi Pad haben wir leider noch keine Info. Keine Info. Aber Video kommt, glaube ich, heute. Dürfte der Julian jetzt hoffentlich fertig schneiden. Also Julian, hau rein. Genau, und genau, wir sind jetzt gerade im oberen Bereich. Hier ist gerade so ein bisschen, wie gesagt, Presse, Media. Okay, Toilettentechnik. Also ich habe hier tatsächlich noch keine Toiletten gesehen. Ich wollte nämlich gerade eben, behalten wir unter uns, ne? Gerade eben aufs Klöchen gehen, aber ich keins gefunden. Ich glaube, die haben tatsächlich nur eine Personaltoilette hier im neuen Xiaomi Store. Ja, keine öffentliche Toilette. Keine validierten Informationen. Keine das werden wir noch investigativ, wie das Y-Kollektiv ja noch herausfinden, ob hier eine Toilette dort ist. So, es sind wir 180 Leute im Stream. Sehe ich das richtig? Ja, krass. Das ist richtig nice. Krass. Geil, dass ihr alle dabei seid. Freut uns sehr, dass das so kurzfristig funktioniert hat. Genau, wir sind nach oben. Sollen wir schon mal runtergehen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Unten ist nämlich die ganz normale Store-Fläche. Also, da uns jetzt das Technikfault hier. Ja, hier hinten. Der war gerade schon ein bisschen neidisch. Liebe Grüße an der Stelle, falls er sich das nachguckt. Aber er war hier drauf ein bisschen neidisch tatsächlich. Da ist tatsächlich fast alles okay. Unsere Freunde von Allround PC sind auch mit dabei. Und ja, unten wird noch ein bisschen gewerkelt, ist noch nicht hundertprozentig fertig. Das kann man schon mal sagen. Aber wir wollen euch ein bisschen die Produkte zeigen. Wir werden hier von MeToo-Matrosen angelächelt, von süßen Häschen. Süß, oder? Süß, oder? Davon sind hier einige. Ich weiß gar nicht, ob man die kaufen kann. Das wär's mal. Das sollten wir gleich vielleicht mal fragen. Das wäre nicht eine wichtige... Kamera bitte schwenken. Genau, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal die Kamera und dann würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal nach unten, oder? Dann gehen wir mal nach unten. Wer möchte, möchtest du filmen oder möchtest du präsentieren? Ich kann gerne filmen, wenn du das willst. Muss hier mal, dann musst du jetzt doch mal dein Messklein aufziehen, vielleicht. Was? Bis ich ermahnt werde. Okay. Wir sind hier oben. Ja, okay, wir sind hier oben. Da ist er. Wir sind hier oben in dem... Das ist so ein bisschen das Konzept. Dann gehen wir vielleicht auch ins Buffet. Wir zeigen euch erstmal unten, was da unten so abgeht. Schauen Sie es mir so an. Hier ist ein riesiger LED-Screen. Das ist einfach echt. Da können wir ein Treppenhaus. Ich will mal, dass ich was kaputt mache. Okay, hier sieht man noch, hier wird noch ein bisschen gebaut, aber eröffnet ja auch erst morgen. Aber hier haben wir den Kassenbereich. Wollen wir hier direkt anfangen? Hier ist nämlich gerade wenig los. Ja. Hier haben wir das Thema Smartwatches tatsächlich. Und dann haben wir hier natürlich die Smartwatches, die man kennt. Das Mi Band 6 ist am Start, die Mi Watch Lite, hier mein Favorit für unter 50 Euro oder 50 Euro, je nachdem. Ey, du sagst mal, wenn da Fragen reinkommen, ich sehe die nicht. Ich sag da, wenn da Fragen reinkommen, aktuell ist der Ton wohl ein bisschen abgehackt. Ich hoffe, das wird wieder besser. Ach so, wir hätten Willi Bescheid sagen müssen. Ah, ne, Willi ist da, ja, perfekt. Willi gibt uns nämlich einen Hotspot, damit wir hier gutes WLAN haben.
So, was haben wir hier noch? Hier sieht man zum Beispiel, hier fehlen noch ein, zwei Sachen. Hier kommen Kopfhörer, du hast es gesagt. Du hast die vermisst. Ich habe die Kopfhörer vermisst. Wir haben nämlich aktuell noch keine Kopfhörer hier im Store. Ich frage mich ja, ist das, guck mal, das ist, glaube ich, einfach eine Versinnbildlichung von Wearables, oder? Wir haben ja Musik hören. Ja. Aber Tom, du bist ein Fuchs. Ja. Weiß Musik, ich nicht. Musik, Lautstärke. Also, Lautstärke, Torspur. Puls und Puls Schlafen. Und Schlafen. Alter, Tom. Ich dachte, das wäre ein Apfel. Das Store-Konzept durchgespielt. Ja, habe ich hier designt auf jeden Fall. Hier haben wir ein richtig krasses Highlight. Diese Pflanze nämlich, das nennt man eine Orchidee. Ist das eine Orchidee? Nein, Quatsch. Es geht natürlich hier um den Mi Transparent TV. 55 Zoll, ein transparenter Fernseher. Wie ihr seht. Ja. Der ist durchsichtig. Der ist durchsichtig. Die ganze Technik steckt quasi hier unten drin. Den haben wir uns ja schon mal angeschaut. Vielleicht mag die Maike mal im Chat oder der Fabian unser Video dazu droppen. Weil das ist echt krass. Das ist in der Form der einzig kommerziell kaufbare, transparente Fernseher, der noch so eine Qualität noch hat. Das ist schon richtig geil. Über dich, kann man einfach durchgucken. Ja. Aber naja, guckt euch dazu unser Video an. Den könnt ihr euch dann hier auch im TV, im Store in Köln anschauen. Der Xiaomi Store in Köln, falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt, der ist übrigens mitten in der Kölner Innenstadt auf der Hohenstraße 85, 87, direkt hier auf einer Ecke. Vielleicht können wir auch gleich mal rausgehen, vielleicht kennt ihr euch hier in Köln aus. Ist auf jeden Fall sehr zentral, oder? Du kennst dich besser aus hier, oder? Ist zentral? Das ist sehr zentral. Wir sind hier vielleicht fünf Minuten, also keine fünf Minuten vom Dom. Okay, wir sind gerade hier Bild in Bild in Bild. Inception. Oha. Livestreamception. Dann kommen wir natürlich zu den Fernsehern, die hier am Start sind. TV und Entertainment. Das ist die P1-Reihe, die haben wir auch schon getestet. Das ist das kleine Ding. Aber hier das ist ja höchstens fürs Gäste-WC, ne? Aber höchstens nur. Hier haben wir schon. Das Gäste-WC. Ja, aber hier, meint ihr, diese Mietoasen, kann man die kaufen? Weiß das jemand? Kann man die kaufen? Okay, kann man anscheinend nicht kaufen. Aber sie sind süß. Geschenk? Ja, okay. Cool. Ja, für den nächsten. Aber Matrosen wird süß auf jeden Fall. Repeater, was haben wir noch? Was ist denn das? Hier, guck mal, hier unten sind auf jeden Fall ganz viele Wafer. Wafer-Repeater. Oder rausschneiden. Okay. Die Angebote zur Eröffnung fragt gerade jemand hier. Die sind Angebote zur Eröffnung, ne? Da gehen wir lang. Ja, das ist der Leo von Allround PC. Hallo. Und die Helen von Allround. Hallo, so, okay. Filmen wir mal hier. Hier ist gerade nichts los. Also, Angebote zur Eröffnung gibt es natürlich. Ein richtig krasses für den ersten zahlenden Kunden gibt es morgen nämlich ein Xiaomi Mi 11 gratis. Und ich habe noch nicht rausgeguckt. Ich weiß nicht, ob da schon jemand sitzt oder ob der durchhält bis morgen. Ihr könnt es ja mal gerne versuchen. Dann würdet ihr Mi 11 gratis bekommen. Das ist auf jeden Fall Grund genug. Aber generell gibt es morgen auf die meisten Smartphones hier auch 10% als Eröffnungsangebot. Auf die AIoT-Produkte sogar bis zu 20%. Also da kann man echt schon ein bisschen sparen. Und ich bin super abgelenkt, weil da und da gerade Leute filmen. Aber ich mache einfach weiter. Ihr sollt die Kamera einfach mal rumschwenken, dann sind die nämlich live auf YouTube und nicht mehr du. Dann sind die da drin, genau. Es gibt auch noch für die ersten 50 zahlenden Kunden eine gratis Xiaomi Mi Watch Lite. Allein dafür lohnt sich schon, weil das sind 50 Euro. Und so, jetzt, ihr habt jetzt Glück, weil ich habe am Freitag für euch, weil ich bin am Freitag auch noch mal hier und darf euch ein bisschen live beraten. Hier zum Beispiel hier in der Handy-Ecke, wenn ihr euch ein neues Handy kaufen wollt. Und ich habe goldene Tickets für euch. 5 Stück an der Zahl. Da verrate ich euch gleich, wie das funktioniert. Aber dann kriegt ihr bis zu 50 Euro Rabatt und noch ein gratis Gadget obendrauf. Erkläre ich euch dann später, wie das funktioniert. Und was das Zauberwort ist. Ja? Okay. Ist nämlich ein Zauberwort? Ein Zauberwort. Normalerweise ist es immer bitte, ne? Aber ich glaube, dann nicht. Für die ganzen weiteren Eröffnungsangebote, da haut die liebe Maike oder der Fabian, wer auch immer da gerade ist, kann sich da mal jemand identifizieren, wen ich hier ansprechen kann? Maike, Fabian, jemand von euch? Hallo. Hallo, wer ist da von euch? Kann man den Link zu unserem Artikel droppen, da sind nämlich die ganzen Sachen drin, verlinkt und erklärt. Das gilt natürlich alles nur, solange der Vorrat reicht. So. Maike und Fabian sind beide da. Okay, liebe Grüße da, liebe Grüße ins Büro. Ich hoffe, Tag steht. So, dann kommen wir hier zu den Handys, Smartphones. Ne? Unsere Lieblingsecke natürlich. Deine Lieblingsecke. Meine Lieblingsecke. Also ich muss ja sagen, vielleicht, Leute, diese Farbe, oder? Ja, ist schon schön, ne? Ich finde es auch gut. Minzgrün. Sieht aus wie dieses ungesunde Eis. Dieses Schlumpf. Waldmeister. Blauer Schlumpf. Blauer Schlumpf, genau. Das ist die 5G-Variante, die gibt es hier für 400 Euro. Ist definitiv eins meiner Lieblings-Smartphones für unter 400 Euro. Richtig viel Power drin, gute Kamera und 90 Hertz AMOLED. Was will man mehr? Und es ist leicht.
leicht. Ich könnte es dem Leo jetzt so zuwerfen, er wird zwar. Ja, lass mal. Ich bin nicht versichert. So. Genau. Was haben wir denn noch hier? Noch Meal Flight, aber auch normales Meal. Das gibt es hier morgen nämlich gratis, das Flagship aktuell noch. Also ich glaube, man wird uns beneiden, als wenn ich hier einfach mal so das Mimix 4 daneben lege. So. Aber da müsst ihr dann vielleicht Freitag vorbeikommen, dann könnt ihr euch das vielleicht exklusiv anschauen, okay? Also wer exklusiv mal ein Mimix 4 in den Händen halten möchte, gern Freitag. Oha. Ab 10 Uhr morgens bis 14 Uhr bin ich hier. Und also der Alex ist auch dabei. Also bringst du es mit, ja? Natürlich bringst du es mit. Dann können sich das ein paar Leute mal anschauen. Wenn ich das darf überhaupt, nicht, dass Tommy mir da noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe ja noch so ein paar neue Sachen entdeckt, ne? Zum Beispiel hinter dir. Du verdeckst es gerade. Wo denn? Gar keine Ahnung von, gar keine Ahnung von. Aber das ist anscheinend jetzt für Europa dann vermutlich, wenn es hier im Xiaomi Store in Deutschland hängt, ne? Dann können wir davon ausgehen. Es ist ein smartes Türschloss, Mann. Ist so, hier also, kann man mit NFC, man kann also quasi sein Handy dran lassen. Common-Szenario, betätigen Schalter. Und das ist dann halt abgeschlossen und man kann es hier zum Beispiel mit diesem Xiaomi Switch einfach koppeln und gehst beim Rausschalten, drückst du einfach eben drauf und es schließt ab. Glaube ich, wir haben es tatsächlich auch noch nicht getestet. Finde ich aber sehr interessant. Und ist das hier einfach nur zum Schieben oder kann man das drehen? Ich weiß nicht. Falls jemand von euch das zufällig schon hat, von euch ist bestimmt da jemand schon weiter drin als wir, beschreibt mal gerne, wie das funktioniert und ob ihr das habt und ob das gut funktioniert. Aber dann kann man die Tür aufmachen. Ich muss dich nochmal kurz korrigieren. Du hast gerade Mi Mix 4 gesagt. Das ist das Mix 4, Torben. Vielen Dank für den Einwand aus dem Chat. Ja. Es ist nicht das Mi Mix 4. Das werde ich niemals rausgeben. So wie bei Mi Pad, das wird auch niemals rausgehen. Das ist so. Hier ist ein Smart Antibacterial Humidifier nämlich. Das ist der Luftentfeuchter, oder? Das ist der Luftentfeuchter. Man sieht es auch, da ist ein Tropfen drin. Ah, ja. Hat schon funktioniert. Haben wir noch in Hamburg mal aufgemacht, das Ding. So, meine Freunde. Das ist Toms liebstes Produkt. Warte mal eben. So. Das hier ist nämlich der Xiaomi Mi Fan 2. Ein smarter Ventilator, den ihr mit der App halt koppeln könnt und den dann vom Bett aus an- und ausmachen könnt. Der ist in der Höhe verstellbar und der ist vor allen Dingen sauleise. Das ist das Geile, den kann man super nachts laufen lassen, weil man den einfach nicht hört bis Stufe 50, 60. Der hat nämlich 100 Geschwindigkeitsstufen. Das ist ein geiles Ding und ich weiß gar nicht, was der offiziell kostet, 70, 80 Euro. Schon geil. Also kann ich echt empfehlen. Viele glauben das nicht und der Sommer war auch nicht so am Start, aber... Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Der Torben, der hat dieses Jahr 4, 5 Xiaomi-Ventilatoren getestet und er redet die ganze Zeit darüber. Ich weiß nicht, wie man so begeistert sein kann von Ventilatoren. Ventilatoren bitte in den Chat, wenn ihr es auch fühlt. Ja? Jeder, der einen Ventilator zu Hause hat, Ventilatoren in den Chat. Okay, hier sind noch Handys. Eine coole Sache, weil es geht ja hier ein bisschen darum zu zeigen. Vielleicht habt ihr schon nämlich unser Video in Hamburg gesehen. Da waren wir ja in so einem smarten Loft. Ne, erinnert euch wahrscheinlich, habt ihr gesehen, da waren Tim und ich auch vor Ort. Das war so, wie eine Xiaomi-Wohnung aussehen kann. Und das will man hier auch ein bisschen in dem Store so auch nachbauen und dieses Gefühl zeigen. Deswegen gibt es auch die Area oben, die wir euch gleich nochmal zeigen werden. Aber man kann auch die Sachen hier vor Ort ausprobieren, denn die Geräte sind aus. Ah, ne, doch nicht. Hubs. Hier hat man nämlich in der Mi Home App die Möglichkeiten, quasi die Geräte auch live an- und auszumachen. Ist das diese? Da geht er nämlich aus. Gekoppelt, da kann man nämlich mal die Mi Home App ausprobieren und mal schauen, wie einfach Smart Home sein kann, wie das so funktionieren kann. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, um einfach mal selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was man vielleicht braucht, was man zu Hause eher nicht braucht. Was man auf jeden Fall braucht, ist nämlich die Xiaomi-Nachttischlampe. Auch eins meiner Lieblings-Xiaomi-Gadgets. Hast du auch? Habe ich auch. Ne? Ist geil. Guck mal, kann man einfach so hoch und touch, touch. Und man kann auch... Das ist wunderschön, Tom. Das ist einfach wunderschön. Ich weiß es. Die ist super. Die ist super. Im Schlafzimmer perfekt. Kann man auch einfach dann per Google Assistant oder Alexa ausmachen. Ja, was haben wir denn noch hier? Wir haben auf jeden Fall noch Router. Guck mal, da ist die Kasse. Da kauft ihr Sachen. Ja, hier wird gerade gewuselt ohne Ende. Wusel. Ja, Klaus, nimm's. Steck's ein. Steck's schnell ein. Ja. Ja, wir müssen dann auch los. Wir gehen dann. Also, was würde Tom niemals machen? Nein. Hier kommt das ganze Zubehör hin, das ist auch noch nicht fertig. Wird dann aber morgen dann hoffentlich fertig sein. Da könnt ihr dann Kabel, Kopfhörer, Ersatzarmbänder fürs Mi Band und so weiter, auch für die Mi Watch Lite habe ich gesehen, kaufen. Und ein Favorit noch, ein Fan-Favorit von allen. Ja.
Dieses Gadget ist auch einfach. Ich sag's euch, wenn ihr jemanden, vielleicht euren Vater oder so, anstiften wollt mit der Xiaomi-Liebe, das ist ein guter Einstieg, weil das ist einfach eine Luftpumpe, der Mi Air Compressor. Das ist der 1er, ja, ne? Das ist der 1er. In China gibt es schon 1S, aber der Unterschied ist ehrlich gesagt relativ gering. Ja, aber gering. Es ist schon geil. Ich finde die 1S, wenn du damit Autoreifen aufpumpen möchtest. Aber das kann man doch hier theoretisch auch, oder? Kann man machen, ja, aber es dauert halt super lange und du kriegst nur 1-2 Bar zustande. Ja, aber ordentlich mehr Power. Allein für Fahrrad und so ist das schon geil. Ja, für mal einen Ball aufpumpen oder so ist ein Akku drin, ich glaube 2000 mAh, 150 Psi. Ja. Und dann kann man da richtig Stoff geben. Ey, wenn ihr nicht mehr so irgendwie pumpen wollt, euer Fahrrad, macht's damit. Das ist echt super. Genau. Die Leute fragen hier ganz viel nach Angeboten für morgen. Ne? Was gibt es da, Bundles? Was ist da? Hast du das im Kopf? Ich habe es nicht ganz im Kopf. Wie gesagt, Maike, hau noch mal gerne den Link rein. Also es gibt auf jeden Fall auch noch irgendwo zu einem Air Purifier, meine ich, gratis dazu. Und noch mal zu dem goldenen Ticket. Nicht nur, achso, das habe ich gerade schon gesagt. Ne? Wie gesagt, wir erklären euch gleich, wie das mit dem goldenen Ticket läuft. Da gibt es nämlich neben 50 Euro Rabatt exklusiv hier auch noch ein gratis Gadget dazu, nämlich einen Mi Vacuum Cleaner Mini. So diesen kleinen Handstaubsauger gibt es auch noch und der kostet auch schon 30, 40 Euro. Also 90 Euro Rabatt kriegt ihr davon. Ich schreibe gerade, mein Vater wird mir das Ding um den Kopf hauen. Also die. Warum? Ja gut, vielleicht dann lieber für deinen Papa was anderes. Ja, dann vielleicht eher einen Router. Router? Oder ein Smartwatch? Irgendwas, oder einen transparenten Fernseher, den hätte er bestimmt gerne. wir haben hier noch natürlich. Ja, da sind gerade Leute, da lassen wir es mal. Lassen wir es mal eben. Ja, hier ist noch ein Lichtschalter, auch gut. Also ich muss, guck mal, hier vorne waren wir noch nicht bei den smarten Gadget für dein Bart. Kommt mit. Also, da, ja, das ist da die Zahnbürste, da kann ich auch nichts zu sagen. Das ist halt eine smarte Zahnbürste. Ist sie smart? Nee, das ist einfach nur eine elektrische Zahnbürste. Die sind relativ günstig, 40 Euro mit magnetischen Schwebeschalmen und Schwebe. Schwebeschalm, okay. Ich habe die Zahnbürste nicht getestet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber hier interessant, LED-Streifen dürfen natürlich nicht fehlen. Die Leitsachen. Die ganz beliebten Wagen gibt es auch hier. Bei den Xiaomi-Wagen gibt es ewige Verwirrung. Die sind fast identisch, aber die unterscheiden sich in einer Funktion. Okay, die unterscheiden sich in einer Funktion. Die kann nämlich noch Körperfett messen und die halt eben nicht. Okay. Also wenn ihr euer Körperfett mitmessen wollt, das wird dann alles in der App angezeigt. Beide sind smart, also beide mit der Mi Home App oder Mi Fit App kompatibel. Die kann noch Körperfett anzeigen und analysieren, die halt nicht. So, das muss man wissen. Hier gibt es auch immer mal wieder 20 Euro. Ich weiß nicht, was kostet eine normale Waage? Hier. Das ist ein Haartrockner. Ja, das ist der Haartrockner. Und das hier ist cool. Ist einfach magnetisch angeklippt vorne. Das fand ich super smart. Den haben wir uns auch schon in Hamburg mal angeguckt. Richtig, 46 Euro kostet hier. Fragt ja gerade jemand, was die Router kosten. Wollen wir mal kurz gucken, was die Router kosten? Router. Wir gehen mal nochmal zu den Routern und gucken nochmal. Gibt doch nichts gegen den guten Router, ne? Ja. Sag ich immer. Sag mal so, ne? Martin Router King. Guter Router ist das halbe Internet. Ja, ist so. Der Router 4C, der kostet, da steht 4A, 30 Euro. Ne, ist das der? Ist noch nicht so. Das ist der 4A, okay. 4C gibt es auch noch. Der kostet 30 Euro. Dieses massive Teil hier, dieses Schiff, der kostet 130 Euro. Den haben wir auch noch nicht getestet, aber uns wurde gesagt, was der Smartest kann, ist, dass der quasi all eure Mi Home Gadgets automatisch connected. So, und wenn ihr jetzt mehrere Mi Home Gadgets habt, dann ist das natürlich schon mal ein Arbeitsaufwand weniger, die alle noch einzeln zu connecten. Das macht er wohl automatisch. Wir haben es selber noch nicht getestet. Falls jemand Erfahrung damit hat, gerne in den Chat. Aber fände ich prinzipiell eine geile Sache. Und gerade wenn man mehrere Sachen hat, dann lohnt sich das vielleicht sogar. Ob es hier Prototypen im Store geben soll? Also wir haben ja hier den Fernseher. Das ist ja schon irgendwo auch ein Prototyp. Ich meine, den kann man kaufen, aber es ist halt schon irgendwie, hat schon ein bisschen Prototypen-Style. Ansonsten ist hier jetzt nichts mit Prototypen. Und dann mal gefragt, was der Rasierer kostet. Hast du im Kopf oder müssen wir mal zurückgehen? Ja, gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Leute, wir sind nur für euch hier heute. Sagt uns. Die Ventilatoren sind weg. Hier standen noch mehr Ventilatoren. Aber E-Scooter stehen da noch. Ist alles nur so ein bisschen. Gibt es einen Tortellini-Kocher? Abgedeckt. Oben sind noch Küchengadgets. Tortellini-Kocher. Nächste, die erste Corporation. Der Rasierer kostet 40 Euro. 40 Euro. Der ist IPX7 wasserdicht. Der ist auch wichtig. Klingen gibt es auch. Was kosten die? Steht da nicht. Ah ja.
Ja, das müssen wir noch rausfinden. Den Rasierer, haben wir den getestet? Ich glaube, den nicht. Wir hatten den Rasierer auf jeden Fall. Ich glaube nicht den. Okay. Sollen wir mal eben den Blick nach draußen wagen? Einfach mal wir haben, ob die Notebooks gibt. Die Notebooks gibt es leider nicht in Deutschland. Das ist ziemlich schade. Gibt es aber ganz in Europa nicht. Die sind nämlich genau. Oh. Ich glaube, hier ist zu, Tom. Oh ja. Ah ja. Hallo. Okay, hallo. Hallo. Ja. Hier sind wir. Hier ist der Dom, ne? Und hier ist der Xiaomi Store. Coming soon. Genau, das ist der Xiaomi Flagship Store in Cologne. Und ja, ich würde sagen, dann habt ihr das mal. Da ist der, Dom hast schon gezeigt. Trägt in bester Gesellschaft. Und wir gehen mal wieder rein, oder? Ja, gehen wir wieder rein. Okay. Hat uns jemand erkannt? Der Nummer zwei, da stehen schon drei Leute in der Schlange. Stimmt, drei also, ihr müsst Leute, euch beeilen. Store, wie gesagt, die ersten 50, die kriegen eine Mi Watch Lite gratis. Wenn ich das, kann das mal eben jemand fact-checken? Ich meine, das waren die ersten 50. Ja, ich habe hier auch Goodie Bags oben irgendwo gesehen. Ich glaube, die gehen Goodie auch Goodie Bags werden auch morgen verteilt. Morgen ab 11 Uhr geht es hier los. Die Store-Öffnungszeiten sind eigentlich von 10 bis 20 Uhr, also immer 10 Stunden pro Tag habt ihr Zeit. Morgen beginnt, soweit ich weiß, erst ab 11, also eine Stunde weniger. Dafür kriegt er dann halt eine von den coolen Aktionen. Da werden ein paar Sachen verteilt, hier wird viel gemacht. Hier ist viel los auf jeden Fall. Und morgen werden auch definitiv noch andere Influencer hier am Start sein. Weiß nicht, wer da ist. Wer kommt denn Samstag? Vielleicht Samstag? Samstag kommt Jay vorbei. Jay, ne? Der Jay kommt vorbei. Fernsehpreise haben wir hier auch gar noch nicht am Start, ne? Hat nämlich gerade jemand gefragt. Die Fernseher gibt's... Nee, tatsächlich nicht. Oh, es wird noch, jeder, der Mi 11 kauft, kriegt einen Scooter gratis, fällt mir gerade ein. Ja, hat nämlich gerade auch jemand schon, hat der Chat gerade auch schon geschrieben, aber ich konnte das nicht. Ja, jeder, der Mi 11 kauft morgen, der kriegt gratis einen Mi Scooter 1S, der 400 Euro kostet. Die Aktion gab es quasi letztes Jahr in Düsseldorf beim Store Opening auch, war sehr beliebt, ist dann auch irgendwann vergriffen natürlich, die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht, aber schon nice. So, ne? Also für einen Scooter wird sich da... Wir sollen uns noch einmal die Handypreise angucken. Ja, kann man gerne machen. Mi Band 7 ist Mi Band 7 gibt es nicht. Es gibt es noch nicht, genau. Das ist noch nicht in Reichweite. Okay, was sollen wir anfangen? Sehen, Jay ist auch im Chat. Hi Jay, hey, cool, dass du da bist. Okay, wir sind hier bei Mi 11. 800 Euro haben wir natürlich in beiden Farben hier. Was ich ja auch cool finde, ich finde ja eine Handyfarbe nicht unwichtig. Dann kann man die sich mal auch in echt anschauen. Welche würdest du nehmen? Boah, ich würde das rechts, also blau, das Blau. Ne? Ist schon geil. Das Blau ist schon nice. Das ist Horizon Blue. Die sind alle so fancy. Dann haben wir das Mi 11 Lite 5G in schwarz. Okay, aber ein bisschen langweilig, wenn man da anstatt dessen... Das ist schon geil. Das ist schon nice. Mir auch eher so, ich meine, man hat meistens ja eh eine Hülle drauf, ne? Aber ich finde auch so knallige Farben, federleichtes Design und ein Snapdragon 87. Das, was auch ganz nett ist, was uns ist aufgefallen ist, hier habt ihr so eine App drauf, da kriegt ihr nochmal die wichtigsten Specs quasi so zusammengefasst. Ich glaube, das muss noch ein bisschen mit Content gefüllt werden, aber ihr könnt ja so ein bisschen durchswipen, das ist extra so eine App. Kleiner Trick von mir, die könnt ihr auch einfach beenden und euch das Handy natürlich auch so anschauen, wie das dann so aussieht. Komm, sollen wir mal. Mi 11 Ultra habe ich noch nicht gesichtet. Nee. Das? Oh, das darf er nicht. Warte, ich mache in den Store rein. Ja, jetzt aber schnell wieder zurück. Das hat ein Geräusch gemacht. Habe ich eigentlich die ganze Zeit die Maske auf oder ab? Ich habe die ab, ne? Ja, okay. Ja, die haben extra Platz für uns. Weil Livestream, genau. Geeimt. So, sollen wir jetzt mal nach oben gehen? Möchtest du oben ein bisschen rumführen? Ja, wir können es gerne machen. Ja, okay. Dann, mein lieber Freund. So, jetzt Tim hier vor der... Hallo. Ja, ich habe jetzt hier nämlich was, wie ich finde, ziemlich Cooles einfallen lassen. Das war jetzt ja quasi so der klassische Xiaomi-Store, wie man ihn so kennt, ja, wie es auch ähnlich in Düsseldorf aussieht. Und hier oben ist jetzt noch mal so eine Area, wo quasi so ähnlich wie das auch in Hamburg war. Geht da mit dem Laufen, und Tim? Ja, das geht schon. Ich kann das. Wo man quasi sich ausgedacht hat, hey, wir machen jetzt so eine Area, wo man so ein bisschen eine Wohnung nachbildet, wo man dann quasi smarte Produkte so ein bisschen mehr... Tim, du bist sehr leise. Kannst du mal eben gucken, ob dein Mikro am Start ist? Mein Mikrofon ist volle Lautstärke. Okay. Mikro hat sich verflüchtet. Also es müsste eigentlich gehen. Eigentlich müsste es gehen. Ja, und wenn man dann hier oben ankommt, dann sieht man, hier ist super viel Platz halt.
Und hier sieht man jetzt quasi, was Xiaomi hier nachgebildet hat, nämlich einmal so quasi eine Wohnung, könnte man sagen. Und dann halt eben mit den verschiedenen Smart Home Gadgets. Warte, check mal eben nochmal der Mikro, da wird kritisiert, sonst der Stecker ist vielleicht nicht. Ah, so, jetzt muss es wieder gehen. Ja, Tom, was würde ich ohne dich tun? Ja, ich hoffe, es ist jetzt besser. Also, ist Ton besser, gerne eben hier, in den Chat schreiben. Wir haben hier jetzt quasi eine smarte Xiaomi-Wohnung hier oben eingerichtet, wo man sich die ganzen Smart Home Gadgets nochmal so ein bisschen mehr da vorstellen kann, wo sie auch dann sind, wenn man sie dann gekauft hat. Und nicht einfach nur so einer Verkaufsfläche im Laden. Und ich finde, das ist Xiaomi hier echt gut gelungen und sowas habe ich hier auch. Hier so eine Teile mit. Geht nicht. Kommt morgen. Was haben wir nicht. Und hier haben wir halt jetzt alle möglichen Xiaomi-Geräte hier. War ein gutes. Versuch einfach mal. Hallo? Okay, was machen wir jetzt? Ton ist weg leider. Tut uns leid, wir sind dran. Internet ist oben wohl schlecht. Geht nun wieder da, Lippen lesen, willkommen in Deutschland. Okay, hallo, Ton ist wieder hallo. Da, besser. Ist ja, wieder okay. Da, besser? Wieder ja. Weg, jetzt geht's. Okay, ja, wir ziehen durch. Wir ziehen einfach durch. Hier wird noch gequatscht. Gehen wir vielleicht mal ins Wohnzimmer? Ja, gehen wir ins Wohnzimmer. Gehen wir ins Wohnzimmer. Hier haben wir... Scheiße, Torben, hilf mir. Das ist ein Luftreiniger. Und dann haben wir hier einen Fernseher, nämlich den Xiaomi Mi, was ist der, Q75, ne? Genau, Q1 ist das, der Mi TV. Q1 mit 75 Zoll. Genau. Genau so. Den hatten wir auch noch gar nicht im Test, ne? Nee, tatsächlich nicht. Den hat man ja auch relativ schwer nur bekommen, tatsächlich. Ja. Das ist einfach... So ein Gerät, ey. Jeder sollte so einen Fernseher haben. Ja, du Jeder hast sollte Fernseher. So einen Fernseher haben. Ja, Leo, lass es dir schmecken, ne? Ja, hier haben wir nochmal Router stehen. Und die haben wir auch noch nicht getestet, ne? Das ist die Mi Smart Clock, ne? Die Mi Smart Clock, genau. Die läuft nämlich mit Google. Und das ist echt... Also die müssen wir uns irgendwie auch nochmal besorgen, oder, Torben? Finde ich auch. Finde ich für 40, 50 Euro ganz cool, so irgendwie am Nachttisch. Ja. Also was ist denn dann hier haben hinter... Wir ganz viele Nachtlichter. Das ist das Xiaomi Nachtlicht 2. Und ja, hier haben wir nochmal deine Lieblingslampe, den Wi-Fi-Router. Und ja, hier stehen halt weniger Produkte rum. Ne? Jetzt ist es halt, die Idee ist halt, dass man hier eher weniger Produkte sieht und dafür halt eben die Produkte an dem Ort, wo man sie vermutet und sie halt eben auch benutzen würde. Dafür steht hier gar nicht so viel rum. Aber guck mal da, ich habe Goodie Bags entdeckt. Ja, warte mal, da sind Goodiebags, aber hier wird gerade viel gefragt nach Kuchen. Kuchen? Da müssen wir mal eben inspizieren. Also hier, für die Presse hier, ich glaube, das gibt es morgen leider nicht mehr, weil Tim wahrscheinlich gerade gleich alles aufessen will. Wie frech bist du denn? Aber hier war mal ein Mi drauf, aber der wurde schon vernichtet. Der wurde schon... Aber hier gibt es ordentlich Kuchen. Ist der Mi Smart Cake, wer kennt die nicht? Der Mi Smart... Stark. Genau, hier kann man sich dann sowas gönnen. Was ist denn hier noch am Start? Hier haben wir noch die Schreibtischlampe. Und der Champagner ist da. Hier fehlen schon. Hier haben wir vorhin angefangen. Ja, wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, man merkt, hier ist ein bisschen weniger los. Hier geht es ein bisschen darum, auch mal den Platz zu haben, die Ruhe zu haben, das alles live in Action zu sehen. Hier wird übrigens gerade schon fleißig geschnitten für Xiaomi, nicht für uns leider. Und ja, guck mal, da, auf wen ist Verlass? Maike will ein Stück Kuchen, meinst du, kriegen wir eins bis nach Hause? Ja, hast du eine Dose dabei? Ich habe tatsächlich eine Tupperdose. Da ist vielleicht noch ein bisschen Tomatensauce. Beim Xiaomi ist der Opening einfach mal den Kuchen mitgehen lassen. Sind das nicht Live-Goals? Ich trinke mal eben einen Schluck. Sind das nicht auch Live-Goals?
Ja, lass dir schmecken. Denn dahin ist noch so eine Badezimmerzeile. Die ist aber auch noch nicht so richtig. Ich wüsste gerne, ob der Christian sich da hinten smart vor ein Gadget gestellt hat, was wir wahrscheinlich gar nicht zeigen dürfen. Oh. Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Ob Christian das smart gemacht hat, das weiß ich nicht genau. Weil da steht also nämlich noch ein neues Xiaomi-Gadget, okay, was wir als solches identifiziert haben, was noch nicht so richtig in Deutschland ist, ne? Ja, genau. Sollen wir uns noch mal da hinstellen und ein paar Fragen beantworten vielleicht? Habt ihr noch ein paar Fragen? Okay. Xiaomi-Kuchen mit Hirsebrei. Dann dreh doch mal die Kamera. Dreh doch mal die Kamera. So, meine Freunde. Wir sind wieder hier, wir gehen wieder in unsere Ecke. Mach mal eben. Ja, ich mach mal eben. Muss mal eben durchatmen. Kein Ton. Feli ist am Start. Der Ton sollte gehen. Oh, 300 Leute noch. Geil, dass ihr so dabei seid. Ja, und mega. Richtig mega gut, ey. Freut uns mega. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann haut los, schießt los. Wir machen mal gerade eben, brauchen eine kurze Verschnaufspause. Ist nämlich relativ warm hier. Genau. Wann kommt das Mi Pad 5 global? Wissen wir tatsächlich nicht. Aber am 15. September hat Xiaomi ein Event, also ein Launch-Event. Das wird schon angekündigt. Wir wissen auch noch nicht, was da vorgestellt wird, aber vielleicht wird es da vorgestellt tatsächlich. Morgen sind wir tatsächlich nicht da. Wir sind erst wieder am Freitag da. Und am Samstag komme ich mal kurz vorbei und treffe mich mal mit Jay. Der Jay hat auch gerade gefragt, ob es Freitag dort Leni gibt. Im Büro halt natürlich Stellung und Alex und ich. Wir müssen mal ein bisschen Meal Prep machen. Aber natürlich, das lassen wir uns nicht entgehen. Schöne Grüße nach Düsseldorf zurück. Genau. Was steht noch hier in der Umgeben wir gerade noch bei dem McFit nebenan. Ja, sportlich, sportlich. Ja, sportlich. Gratuliere, dass du schon Sport gemacht hast. Gibt es den neuen Scooter schon im Laden? Den neuen? Welchen meinst du? Also den. Gab es einen neuen? Der Mi Scooter 1S, den dürfte es unten geben. Wie gesagt, den kriegen. Und den 2 Pro vermutlich auch. Ja, ich mal. Genau, denke ich auch. Den 1S, den kriegt man gratis dazu morgen, wenn man sich an den, Mi 11 kommt. Ja. AMG, oh, das glaube ich nicht. Ich will mir den Xiaomi Smart Speaker kaufen. Habt ihr Tipps? Xiaomi Smart, da machst du eigentlich nicht mehr, also machst du nichts mit falsch. Steht halt Xiaomi drauf und funktioniert halt mit der Google-App, also ganz normal mit Google Home. Für das Geld und ist ja schon gut. Für das Geld ist das mega. Also der kostet 40 Euro, 50 Euro, sowas in dem Dreh. Und das ist auf jeden Fall dafür. Du kannst auch zwei miteinander koppeln für Stereo. Mich persönlich hat das Ding mega abgeholt. Und im Vergleich zu so einem Google Nest, der halt, was kostet der, 150 oder so? Oder? Ist er 100? Nee, 100. Ich meine, 100 kostet einer und 150 sind zwei im Doppelpack. Und da bist du auf jeden Fall um einiges teurer unterwegs. Also ich würde sagen, guter. Liebe Grüße nach Kroatien. Was sagst du zum Redmi Note 10? Ich glaube, das Redmi Note 10 gibt es hier nicht. Ich finde das Redmi Note 10 mega, weil es einfach viel günstiger kriegst, ein AMOLED-Display nicht. Ich glaube, das wird nicht mehr produziert. Gesehen. Redmi Note 10S ist auf jeden Fall und das Note 10 5G. Aber ich glaube, das normale habe ich, meine ich, nicht gesehen. Wenn du das aber sonst irgendwie kriegst, gutes Handy auf jeden Fall. Gibt es die Mi Computer Monitor Lightbar? Haben wir nicht gesehen tatsächlich. Wir haben sie aber im Büro. Wir haben auch einen Test dazu geschrieben, zu der Xiaomi Monitorlampe. Maike, Fabian, da könnt ihr sicherlich den Link droppen. Die ist leider nicht hier. Stimmt, wäre eigentlich auch noch ein spannendes Gadget. Kann schon sein, dass da noch ein bisschen. Also, ihr fehlt auf jeden Fall schon. Ist noch nicht ganz fertig. Kann schon sein, dass da im Laufe bis morgen noch ein bisschen was eintrudelt. Genau. Wieso gibt es eigentlich nirgendwo Mitos zu kaufen? Das wissen wir auch nicht, weil die sind nämlich ziemlich süß eigentlich, oder? Wir haben uns auch mal welche importiert. Ich glaube, wir haben da auch einen Artikel zu den Das kann Mitos sein. Ja, wir haben welche auf unserer Couch immer stehen. Kannst die auf jeden Fall, kriegst du die aus China importiert. AliExpress oder so. Ja, genau. Accessoires dann eben auch nicht. Redmi Note 10S, auch ein gutes Handy. Ich weiß nicht, für welchen Preis das hier gibt. Das wollten wir das nicht noch checken. Sind wir die Preise alle durchgegangen? Ne, wir wurden abgelenkt. Redmi Note 10S ist auch gut. Ist halt fast so wie das normale Redmi Note 10, hat halt NFC und auch noch ein AMOLED und eine 64-Megapixel-Kamera. Naja, machst du nicht viel falsch mit, so auf jeden Fall. Da kann man aber für das Geld schon fast auch in Richtung Poco gucken. Da kriegst du noch ein bisschen mehr fürs Geld. Poco Phones kriegst du auch im Xiaomi Store. Genau, Poco X3 Pro haben wir gesehen, ne? X3 Pro und F3 war F3 ausgeschildert. Liebe Grüße nach Österreich. Das neue Mi Mix 4 am Start. Das Mi Mix 4 ist nur am Start, wenn du freitags hier bist, 10 bis 14 Uhr, sind der Alex und ich nämlich hier und machen ein bisschen hier auf Kaufberatung. Also wenn ihr live extra Kaufberatung mit Alex und Torben von haben wollt, dann kann ich euch auch mal hier exklusiv das Mi Mix 4 zeigen. Dann könnt ihr das mal in die Hand nehmen und diese Frontkamera auschecken. Ich sag mal so, da haben wir gerade schon den einen oder anderen mit beeindruckt, weil wir sind natürlich die Einzigen hier im Xiaomi Store, die das haben. Oder jemand. Tom ist ein Angeber. Ja. Ja. Ohne Mi, Tom. Ohne ja, Mi. Ja, es geht nicht raus. Es geht einfach nicht. Xiaomi Mix 4.
und Xiaomi Pad 5. Ohne. Yes. Wird Mi 11T üblich, das Flagship Midranger, haben noch keine verlässlichen Infos, deswegen kann ich nichts sagen. Poco Handys hast du gerade schon gesagt. Kauf eines Mi 11 Smartphones, alte Xiaomi Mi Scooter 1S gratis. Gibt es bestimmte Anzahl? Es wurde gesagt, solange der Vorrat reicht. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Also beim letzten Mal war es so eine Sprinterladung voll oder zwei oder so. Von daher ist es schwer zu sagen. Das können wir so nicht voraussagen. Ich will jetzt keine Zahl sagen, aber ein paar wird es schon geben. Es sind wahrscheinlich nicht nur die ersten fünf, aber sind auch nicht die ersten 1000. Irgendwo dazwischen ist die Antwort. Gibt es die Xiaomi Körperwaage? Ja, die Zweier und die andere. Also die mit Körperfett und die ohne. Gibt es beide hier für 20 und 30 Euro. AMOLED und OLED ist basically das gleiche. Gibt es die Redmi Buds Pro 3 als Modell? Nee, die sind zwar global gelauncht, aber nicht für Deutschland gelauncht. Also die gibt es im Internet, ja, als Global Version, aber die sind nicht für Xiaomi Deutschland gelauncht und deswegen bekommt hier leider noch, sagen wir noch, nicht noch vor nicht. Ort. Kann sein, dass das noch kommt, aber da haben wir auch keine genauen Infos. Lohnt es sich aus Stunden anzureisen? Also wenn du Xiaomi-Fan bist und vielleicht eins haben möchtest, dann vielleicht. Dann musst du aber morgen schon sehr fahren. Weil wie gesagt, jetzt sind schon 3-4 Leute unten in der Schlange. Also das gerade ist Mi 11, wenn die Jungs da unten durchhalten, also das wird es dann leider nicht mehr geben. Wenn du einfach nur hier hinkommst, um ich sag mal so ein Angebot abzustauben, dann aber wenn du es halt einfach auch interessant findest, einfach hier zu sein und im Zweifel auch damit cool bist, dass du kein super Sonderangebot kriegst, sondern dir auch einfach mal einen schönen Tag in Köln machst, ne? Dir mal den Dom angucken, ne? Und was man hier so machen kann in Köln. Tim ist Touristenführer. Ich bin Touristenführer. Ich habe hier studiert. Ja, Poco gibt es auch im Laden. Die Frage muss man nicht dreimal stellen. Wann kommt das Mi 12 Ultra? Keine Ahnung. Welche Fernseher will ich empfehlen? Den Mi TV P1, den hat der Fabian getestet. Den fand er auf jeden Fall ganz gut. Ich persönlich würde dann eher zur 50, 55 Zoll Variante greifen. Die sind schon in Ordnung. Ich würde den Q1 nehmen, weil 75 Zoll halt. Der kostet auch 1300 Euro. Der Fernseher muss aber groß sein, Torben. Ja, das ist ja schon nicht unrecht. Ein Fernseher muss doch groß sein, oder? Leute, sag doch mal. Muss ein Fernseher groß sein oder muss ein Fernseher groß Was sein? Denkt ihr über das Mi 11 Lite 5G? Ist eins meiner Favoriten jetzt bei Xiaomi, weil es, glaube ich, viel hat von dem Mi 11 schon, was man auch einfach nur benötigt. Es hat nicht so viel Schnickschnack. Kostet dafür aber auch nur 400 Euro und hat ein gutes 90 Hertz Display in AMOLED, hat einen sehr guten Prozessor, das ist eigentlich das Highlight für das Geld, ohne gute Kamera, sonst einfach ein sehr gutes Gesamtpaket und sehr leicht und sieht nice aus. In Köln gibt es Döner von Lukas Podolski, das ist gut, guter Döner dann. Welcher Store gefällt uns besser, finde ich? Echt eine interessante Frage. Finde ich auch interessant. Man kann es natürlich schon vergleichen, weil es beides Xiaomi Stores sind. Jetzt, man hat hier einfach mehr Fläche, man hat ein bisschen mehr Raum. Das hier auch mal alles in Action zu sehen, ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Dieses ganze Konzept gefällt mir tatsächlich sehr gut. Das ist ein bisschen wie in Hamburg, weil in Düsseldorf sind gefühlt aber mehr Produkte tatsächlich. Ja, also zumindest Mito-Produkte fehlen mir zum Beispiel auch. Ja, also stimmt. Diese ganzen Klemmbaustein-Geschichten, die waren nicht da. Und auch Beamer sind hier nicht. Die Beamer ist nicht hier. Viel von dem kleinen Kram fehlt da auch noch. Aber also wir gehen mal davon aus, dass da auch noch was kommt. Ja, ja, hier ist jetzt auch, wird ja auch Platz jetzt noch verschwendet für Kuchen und so. Das wird ja auch noch ausgebaut und so. Von daher Köln ist der größere Store. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, würde ich wahrscheinlich tendenziell eher nach Köln gehen, aber so viel. Also wenn es dir darum geht, was zu kaufen, dann kriegst du es in beiden Stores vermutlich früher oder später. Ich glaube, die Shops Preise sind wie online halt bei Mi.com. Die sind identisch, die sind. Mi Pad 5 haben wir schon da. Video dazu kommt, müsste heute bei unserem YouTube-Kanal kommen, wenn Julian sich beeilt. Hau rein, Julian. Los, Julian. Schneller. Schau dir mal das normale Mi 11 an, einfach für eine gute Kamera. Das ist schon richtig gut, sonst wenn es ein bisschen weniger sein soll, wäre es wahrscheinlich das Mi 11 Lite. Sollen wir mal. Oh, ich will der Christian ist ja ganz am Reden. Okay, soll ich Xiaomi sagen, dass sie das in. Xiaomi, könnt ihr in Hamburg auch einen Store machen? Dankeschön. Okay, es wurde sich hier gewünscht. Ja, wird gemacht, ne? Ja. Ja, komm. Ist notiert, komm. Ist notiert. Nächste Woche ist fertig. Ich bin schon dran. Ist schon noch dran. Grundstein ist gelegt auf jeden Fall. Da fährt jemand 5,5 Stunden morgen nach Köln, krass. Nur zur Eröffnung.
Ey, das ist stark. Krass, ey. Dann sag mal auf jeden Fall, was du dir kaufen möchtest, weil dann hast du jetzt Zeit genug, um dir zu überlegen, was du kaufen möchtest. Gerade weil es diese Angebote gelten für die ersten zahlenden Kunden. Also der erste hier morgen, der muss wissen, was er kaufen will. Wie er möglichst schnell, weil der kann überholt werden. Der kann überholt werden. Das heißt, wenn du der Erste in der Schlange bist, aber nicht der Erste an der Kasse. Ich weiß nicht, was da morgen passiert, ne? Ja, von Dortmund, Recklinghausen oder Herten, da fährst du auch nur 40 Minuten nach Düsseldorf, eine Stunde nach Köln, das geht schon. Store in der Schweiz, gibt es das nicht schon? In Österreich, glaube ich, auf jeden Fall. Ich trinke mal noch. Ja, trinke mal. Gönn dir mal. Ein Sekt vielleicht. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Lohnt sich ein Redmi Note 10 Pro? Ja. Ja, für 300 Euro das beste Handy, was du kriegen kannst. 120 Hertz AMOLED und 108 Megapixel Kamera und ein ganz guter Prozessor. Ja. Ach, viel am Reden hier, ey. Ja. Hamburg auch bitte ein. 99. Cedric, ja, gute Frage. Haben wir uns auch gefragt. Anscheinend lohnt sich's hier. Ich denke mal, das haben sie nicht unüberlegt gemacht. Die haben dann wahrscheinlich auch Zahlen, Daten und so, die wir vielleicht nicht haben. Ich denke mal schon, dass ja auch nicht der letzte Xiaomi Store sein wird. Ich denke auch. Vielleicht ist es jetzt einfach noch einfacher umzusetzen wegen der Nähe, weil das Headquarter ist in Düsseldorf. Ja, und das so ist halt, ne, ihr müsst auch Lieferketten und so weiter. Ne? Das Zeug muss ja dann noch dahin. Und dann wird es wohl wahrscheinlich verteilt. Halt das macht vielleicht jetzt gerade tatsächlich noch Sinn, auch wenn es erstmal komisch wirkt. Aber ich denke mal, langfristig werden wir auch Stores in allen großen Ecken sehen. Auch. München, Hamburg. Guck mal, der Leo von Allround PC. Gadgets, das sind die allerbesten. Ja. Oh, viel Spaß euch noch. Ja, bist du weg? Schön lang zuhören. Ja, ich bin weg. Ja, okay, hau rein. Haut rein morgen, viel Spaß. Ne? Ja. Kommt zum Xiaomi Store hier und trefft die beiden. Ja, genau. Ciao. Der Leo hat es verstanden. Sehr gut. Liebe Grüße an Allround PC. Die haben uns ja mal ein riesen Tortellini-Paket geschickt. Also stehen für immer Ehrenmänner. In der Schule. Ehrenmänner. Und Ehrenfrauen. Und Ehrenfrauen auch. Saugroboter war keiner. Nee, war nur der Akkusauger. Der Router. Der Akkusauger war da, der Mi Vacuum Cleaner. Den Mini gibt es dann anscheinend auch, aber tatsächlich keinen Saugroboter gesehen. Gibt es im Xiaomi Store in Düsseldorf? Gab es die auch nicht? Gab es auch nicht. Das finde ich nämlich schade, weil ich glaube, Saugroboter, viele Leute checken gar nicht, wie geil das ist. Ja, Saugroboter spart euch effektiv jede Woche Lebenszeit. Jede Woche Zeit. Ihr habt einfach Zeit für anderes und das ist so gut. Und diese Zeit ist halt auch noch schlecht investiert. Zeit, die man für Putzen und Aufräumen investiert, ist keine gut investierte Zeit. Eben. Und das macht dann einen Saugroboter für euch. Das ist perfekt. Hallo Leute. Xiaomi 12 wahrscheinlich, ja. Ja, sollen wir uns mal irgendwas anschauen? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Schreibt es mal, sonst würde ich mal eben fragen, ob der Christian noch was sagen will. Dann würde ich den mal eben holen. Ja, jetzt sind wir ganz für uns alleine hier. Oh ja, danke dir. Das war's nochmal. Next Level. So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Okay. Sind Xiaomi Smart LED-Lampen auch mit Tuya zu verkaufen? Christian, hast du eben Lust, eine Minute in den Stream vorzukommen und was zu sagen? Das weiß ich leider gar nicht. Okay, dann introduce ich dich eben. Ich muss dich quasi interviewen. Ja? Okay, Leute, wir haben noch einen Gast hier. Wir haben noch einen Gast. Den lieben Christian. Du musst ein Mikro. Christian, soll ich dir mal eben kurz Ton geben? Dann kannst du auch was sagen. Ich gebe dir Ton. Ich habe gerade klug nicht abgehört. Guck mal, ist alles live hier, Christian. Muss live im Internet. Hammer. Christian kennt ihr vielleicht schon von unserem Video aus dem Xiaomi Store in Hamburg. Da hast du uns ja damals hin eingeladen. Weil, was machst du nochmal bei Xiaomi? Ich bin immer noch. Immer noch? Senior PR and. Weißt du es noch? Marketing? Communications. Ach, das andere. Genau. Ja. Okay, genau. Und was möchtest du jetzt zu einem Xiaomi Store sagen? Warum hier in Köln und warum so, wie er ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ne? Find Warum ist er so, wie er ist? Ihr habt ja hoffentlich jetzt schon alles hier euch angeschaut oder hier den Zuschauern schon mal gezeigt, was man hier eigentlich alles sehen kann. Mhm. Der Xiaomi Store hier in Köln ist ja unser zweiter Store. Wir haben uns hier halt nochmal was ganz anderes einfallen lassen, gegenüber auch dem ersten und auch gegenüber allen anderen Experience Zones, die ihr sonst so kennt, aus dem Handel. Und hier geht es einfach um das Thema Smart Living. Und wir möchten ja halt einfach, genau wie halt auch in Hamburg, als ihr noch da wart, wir möchten halt einfach euch allen halt auch zeigen, wie sich unsere Produkte in den normalen Alltag integrieren oder halt in eine normale Wohnung wie man dann halt durch Technologie das Leben halt erleichtern kann. Und ich glaube, das ist halt hier echt eine super Umgebung, weil ich meine, wir haben halt hier einen Arbeitsbereich, wir haben halt einen Küchenbereich, wir haben so einen Wohnbereich. Und wenn ihr hier vorbeikommt zu unserem Xiaomi Store in Köln, der ja morgen nochmal öffnet,
Dann könnt ihr das halt hier auch alles entsprechend mal ausprobieren, weil wir haben dann hier tatsächlich auch alles vernetzt. Das heißt also, ihr könnt dann mit den Promotern hier im Store, könnt ihr natürlich löchern mit Fragen, aber ihr könnt dann halt auch selber mal schauen in der Xiaomi Home App, wie diese Produkte auch interagieren. Man kann ein paar Settings ausprobieren und so weiter. Also das wirklich nochmal wirklich Next Level Upgraded Premium Store, den wir hier für euch alle gebaut haben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade auch schon gesehen. Da möchte man eigentlich auch hier arbeiten. Da möchte man hier arbeiten. Und das ist schon ein gutes Stichwort. Dauerhaft weiß ich nicht, aber das ist schon mal ein gutes Stichwort. Der Christian erlaubt dem Alex und mir nämlich hier Freitag, ich sag mal, ein Praktikum zu machen quasi. Wir dürfen hier freitags morgens ab 10 Uhr dürfen wir ja ein bisschen die Leute beraten, wenn sie sich was kaufen wollen. Ich werde mich wahrscheinlich in der Smartphone-Ecke aufhalten. Neben dem Ventilator. Ventilator ist am Start. Und genau. Möchtest du noch irgendwas besonders wichtig, Christian? Was besonders ist natürlich auch das goldene Ticket. Das goldene Ticket, da hast du das Stichwort. Guck mal, als hätten wir es so überlegt. Es gibt hier heute oder Freitag, wie viel habe ich bekommen? Ich habe 5 bekommen. 5 goldene Tickets. Was heißt das? Ähnlich wie bei Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Mit dem goldenen Ticket, wenn ihr eins bekommt, dann kriegt ihr einen 50-Euro-Gutschein und einen gratis Mi Vacuum Cleaner Mini, also einen kleinen Handstaubsauger, den ihr am Samstag einlösen könnt. Ich bin am Freitag hier, der Alex und ich, und ihr müsst mir ein Codewort sagen. Ein geheimes Codewort, das ich gleich verraten werde. Wenn ihr dann zu mir kommt und sagt, ey, hier, so, sag ich das und das, dann werde ich euch einen auswendigen. Ich habe aber nur 5, also schnell sein lohnt sich. Und dann könnt ihr das beim Kaufen an der Kasse vorzeigen. Die Leute unten wissen Bescheid. Am Samstag, am darauffolgenden Samstag. Wollen wir noch sagen, wie viel da drauf ist? Ja, 50 Euro, oder? 50 Euro. 50 Euro Rabatt und noch ein gratis Handstaubsauger, richtig? Also ein Mini Vacuum Cleaner. So, und das, jetzt muss ich das Codewort nochmal hinkriegen. Ach ja, das Codewort ist Next Level Xiaomi Store. Das müsst ihr mir zuflüstern, bitte in mein linkes Ohr, das rechte Ohr brauche ich noch. Und dann werde ich euch eins aushändigen, wenn ich noch was habe. Ich sage es noch einmal, Next Level, warum gehe ich eigentlich näher, wenn hier mein Mikro ist? Next Level Xiaomi Store müsst ihr mir zuflüstern, dann habt ihr die Chance auf ein goldenes Ticket, kriegt 50 Euro Rabatt und Mi Vacuum Cleaner Mini, den ihr am Samstag dann einlösen könnt. Und da fragt noch gerade noch jemand nach dem Mindestbestellwert. Gibt's nicht. Gibt's also nicht. Also 50 Euro. Ja, es wird nicht ausgezahlt, einfach, genau. Das ist natürlich also logisch. Also holt euch ein Produkt, was mindestens 50 Euro kostet. Genau. Das wäre meine Empfehlung. Ja, holt euch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil es halt einfach... Ja, und dann spart ihr ja trotzdem immer noch die 50 Euro und kauft euch vielleicht kein Mi Vacuum Cleaner Mini, weil den kommt ja gratis schon dazu, aber ihr könnt euch den großen kaufen. Für, wie teuer ist der? Der kostet auf jeden Fall ein bisschen was. Und dann kriegt ihr noch einen kleinen dazu. Oder kauft euch ein neues Smartphone oder einen Fernseher oder einen Ventilator. Der Ventilator kostet 50 Euro oder mehr, 80 Euro. Dann macht das. Da ist Ventilatoren dann der Experte am Freitag. Fragt mich, ich berate euch da bei den Handys genauso und bei allem anderen. Genau. Und 5 Stück habe ich an der Zahl, also schnell sein lohnt sich. Ab 10 Uhr am Freitag sind Alex und ich hier live vor Ort und arbeiten hier als Xiaomi-Store-Mitarbeiter. Kriegen wir auch ein rotes T-Shirt eigentlich? Müssen wir nochmal checken, ja. Ja, ich hoffe schon. Ich hoffe auch. Schon, ja. Ich würde auch eins haben. Ja, ich glaube, wir wollen alle eins haben. Genau. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Habt ihr dazu noch Fragen? Wie gesagt, Mindestbestellwert sind dann eben 50 Euro. Das ist klar, das kann dann nicht bar ausgezahlt werden. Das kennt man ja so. Rechtsweg ausgeschlossen. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt, aber das sagt man immer bei so Man Sachen. Darf nicht klagen dagegen. Martin fragt, ob wir ein Bierchen zusammen trinken. Schauen wir mal. Er soll arbeiten dann. Arbeiten, ja. Okay, fast beendet hier. Genau, lohnt sich das Poco F3? Wann war's? Also Freitag sind wir hier, Samstag kann man den aber erst einlösen, weil die anderen Influencer, die bekommen auch Samstag erst die bekommen auch die goldenen Tickets, wer dann Samstag dabei ist und so. Deswegen ist erst Samstag einlösbar, ihr müsstet also Freitag und Samstag in Köln sein oder in der Nähe von Köln, um das einlösen zu können. Das war cool, oder? Ja, ziemlich cool. Ja, Christian, danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Wir gehen jetzt hier noch ein paar Fragen ein. Die Leute sind noch 234 Leute am Start. Die haben auf jeden Fall Interesse und Bock auf den Xiaomi Store, das merkt man. Da hat gerade jemand geschrieben, da fährt jemand über 5 Stunden morgen hier hin. Das auch mal. Ja, vielen Dank. Da freuen wir uns. Ja, auf jeden Fall. Bist du auch hier? Folgt diesem Beispiel. Ja. Ich bin morgen auf jeden Fall da. Ja, wenn ihr da seid, musst du ja arbeiten, da bin ich nicht mehr da. Ja, gut. Aber das ist dann schon in Ordnung. Kann man denn verlangen, wer ist denn, vielleicht können ja Leute nur morgen. Gibt es denn morgen auch einen Influencer, der da ist? Weißt du was? Was haben wir denn für morgen für ein Programm? Oh, viel Programm. Okay. Wir haben ganz viel Programm. Morgen ist natürlich erstmal die feierliche Eröffnung. Ne? Mhm. Da kommt unser Deutschlandchef auch nochmal und hält eine kurze Rede. Und es werden auch noch bestimmt ein paar andere Speaker dann da sein. Und dann wird das Band durchschnitten. Und dann dürfen die Leute in den Store. Und ich habe gehört, einer
hat sich schon unten eingereicht. Ja. Und wartet, dass wir den Store morgen aufmachen. Ja, das stimmt. Aber wir haben halt auch super Eröffnungsangebote und der erste kriegt ja auch Mi 11. Was noch wenn bei er die erste Zahl bekommt, wenn man Mi 11 kauft, kriegt man doch einen Xiaomi-Scooter gratis, ne? So ist das ja. Solange der Vorrat reicht. Also, genau. Wie gesagt, die Maike zu Hause da im Büro, die wird nochmal den Link mit den ganzen Eröffnungsangeboten hier reindroppen. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen. Wie gesagt, am Freitag sind Alex und ich hier. Wir haben goldene Tickets. Mal gucken, ob ich dem Alex welche abgebe oder ob ich die alle für mich einbeheimse. Dann mit dem Codewort Next Level Xiaomi Store, das müsst ihr mir ins Ohr flüstern. Dann kriegt ihr so ein goldenes Ticket, wenn ich noch eins habe. Das könnt ihr dann am Samstag einlösen. Das ist doch fair, oder? Ja, danke dir, Christian. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke für die goldenen Tickets. Vielleicht kriegt ihr nur noch 4 goldene Tickets. aber danke dafür und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, und, ja. Alles klar. Und denk euch, an die roten T-Shirts. Alle kommt, viel Spaß morgen oder auch in den nächsten Tagen. Wir freuen uns auf euch hier im Xiaomi Store in Köln. Danke. Bis dahin. Ciao. Alles live. Guck mal, ein richtiger Profi. So, habt ihr noch Fragen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir müssen mal gleich noch ein, zwei andere Sachen machen. Von daher, wenn ihr jetzt noch Fragen habt. Trinken meinst du? Ach, ich hab Durst. Durst. Guck mal, was hier zufällig steht. Zufall? Ihr wüsstet, was daneben steht. Ja, komm. Boah, ich hab so... Meinst du, ist die teuer? Nee, das trau ich nicht. Die sieht teuer aus. Alkohol in einer Holzkiste ist meistens teuer, oder? Alkohol in Holzkisten. Mountie... Ich hab auch keine Ahnung von sowas, ne? Die ist schwer. Komm aus Frankreich. Hab gehört, das ist gut. Gut. Ach, aus der Champagne, das muss man ja auch. Okay, genug über Champagner geredet. Wer ist denn noch? Ein paar Fragen können wir noch beantworten. Warum macht ihr diese Aktion, wenn alle arbeiten oder zur Schule gehen? Ja, Mr. Lighting, das tut mir leid. Wo ist das? Köln, Hohe Straße 85, 87, mitten in der Innenstadt. Kommt in Berlin auch ein Xiaomi Store? Ist bisher nicht bekannt. 11i oder 11 oder doch lieber das 11 Lite 5G. Kommt dann auf deinen Preis an. Ich finde, das 11i ist ein bisschen unterschätzt und ein kleiner Geheimtipp in dem Line-Up. Schau dir das mal an. Geworden, ist günstiger, ne? Geworden. Ist günstiger geworden. Jetzt wird es noch mehr Mi-Stores geben? Bestimmt. Wird es ein Livestream von Xiaomi in Deutschland morgen zur Eröffnung geben? Kann man fragen? Vielleicht. Aus dem Zuhause. Mi 11 kostenlos als erster Kunde. Save Leute, die da schlafen. Ja, unten stehen schon welche. Mi Ultra ist nicht im Laden. Die haben sich Stühle mitgebracht auch. Die haben was vor. Wie fängt der Frühling an oder wie ist es? Yes, alles funktioniert nach dem First Come, First Serve Prinzip. Das heißt, der erste Mal zuerst. Sagt man das so? Ich glaub, das sagt man so. Guck mal hier. Oh, noch nicht. Schon gut. Wir haben einen Gast. Oder das Plüsch, ich weiß nicht, ob es das Plüsch hieß. Ich möchte auch so ein rotes T-Shirt. Ja, ich auch. Also Christian, das muss auf jeden Fall passieren. Saugroboter schon verlockend. Kauft euch Saugroboter, wirklich. Der Fabian testet die immer fleißig. Die sind nice. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich glaube, das haben wir alles. Das haben wir. Bestes Ventilatorwetter. Ja, es soll am Wochenende nochmal gut werden. Torben hat die Jahre schön. Rundgang haben wir gerade gemacht. Du musst einfach den Street zurück. Ich denke, der bleibt danach wahrscheinlich noch ein bisschen live. Ein bisschen live. Wenn wir das hinkriegen und dann kannst du danach. Torben mit Haar ist wichtig. Ja, T-Shirts kann man leider nicht kaufen, soweit ich weiß. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Von daher, das wäre echt schade. So, sonst noch Fragen? Hat uns da jemand einen Euro gesponsert? Oh ja, geil. Anscheinend. Vielen Dank. Kannst du die Parkkarte bezahlen? Nice, dankeschön. Nicht. Eine halbe Stunde. Willst du noch mehr Mi-Stores geben? Bestimmt. Hashtag Xiaomi Store für Kassel. Machen wir eine Petition auf. Robin, du hast einen verpasst, wie wir dich hier live exklusiv durch den Xiaomi Store mitnehmen. Das kannst du aber einfach noch zurückspulen hier im Livestream, das geht auch, oder im Nachhinein angucken. Wir versuchen den Livestream live zu lassen. Gibt es auch Rasierer zu kaufen? Ja, und gibt es einen Xiaomi-Rasierer, der war, glaube ich, bei 45 Euro. Das ist der Nassrasierer. 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 Die Accessoires, das ganze Zubehör, war noch nicht aufgestellt. Das wird jetzt gleich noch dahin gemacht. Aber das beste Gadget für mich, das haben wir jetzt gar nicht gezeigt, aber das beste Gadget für mich war das Xiaomi Lightning-Kabel. Muss ich sagen. Ich weiß nicht. Ja, schon. Es gibt sie hier im Store, warum sollen wir das nicht sagen? Ja, die haben Xiaomi USB-C auf Lightning-Kabel. Das kannten wir tatsächlich auch noch nicht. Das ist ganz neu. Gibt es auch den Gaming-Monitor? Nee, gute Frage. Haben wir nicht gesehen. Es gab auch gar keine Monitore. Ne? Gar keine Monitore. Also Fernseher ja, aber keine Computermonitore. Habe ich denn hier einen Fleck reingekriegt? Hast du beim Kuchen geschlabbert? Oh ja, vielleicht. Ja gut, ich liebe Xiaomi. Sagt Jan Ulo Hoffmann, das war nicht ich. Okay, ja liebe Leute.
dann würde ich sagen, nochmal alle wichtigen Infos zusammengefasst. Also der Xiaomi Store in Köln, der öffnet morgen am Donnerstag, den 2. September. Ab 11 Uhr geht's los. Es gibt viele Eröffnungsangebote. Den Link wird Maike sicherlich nochmal hier in den Chat droppen. Der erste kriegt zum Beispiel Mi 11 gratis. Die ersten 50 zahlenden Kunden kriegen eine Mi Watch Lite gratis. Es gibt Goodie Bags natürlich. Das alles, solange der Vorrat reicht. Wenn ihr euch Mi 11 kauft, kriegt ihr ein gratis Mi Scooter dafür im Wert von 400 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir versuchen, Goodie Bags mitzubringen. Wir sind am Freitag auch nochmal hier, also der Alex und ich, wir dürfen hier ein bisschen Praktikum machen und haben diese goldenen Tickets am Start. Mit dem Codewort Next Level Mi Store oder Next Level Xiaomi Store bekommt ihr hier ein goldenes Ticket von mir, wenn wir noch welche haben. Wir haben insgesamt nur 5 Stück. Damit kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf 50 Euro Mindestbestellwert und noch gratis ein Mi Vacuum Cleaner Mini im Wert von 40, 50 Euro. Den könnt ihr aber nur am Samstag einlösen, das ist wichtig. Und wir sehen uns morgens im Q&A auf Instagram. Genau. Nee, sehen wir nicht. Wir machen morgen unser Q&A anders. Wir machen es morgen auf Twitch. Und ich habe vergessen, die Story hochzuladen, fällt mir ein. Sorry, Julian, das mache ich jetzt gleich. Genau, Jay ist am Samstag hier, falls ihr den sehen wollt. Und dann sage ich mal, das war's von heute für uns. Wir sehen uns dann morgen. Viel Spaß, danke fürs Reinschalten, war mal wieder cool. Danke.